Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls. Und ihr seht schon, ich bin woanders, als ich letzte Folge war. Das ist alles jetzt gerade unheimlich ärgerlich. Wie soll ich sagen? Ich habe aufgenommen. Ganz normal, kennt man ja. Und irgendwie ist bei mir gerade alles weggekracht gewesen. Das Internet ist abgeschmiert, das habe ich zurzeit immer wieder öfter. War ich das? Waren es meine Schritte? Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Und das Spiel ist ja mit Windows Live verbunden und wenn das Internet abschmiert, schmiert auch Windows Live ab. Und irgendwie hat das Spiel das nicht vertragen, weil das ganze Spiel ist abgekackt, wenn man so nennen darf. Die ganze Aufnahme dadurch natürlich auch. Und ich hatte natürlich jetzt den großen Überraschungsmoment, wo bin ich jetzt überhaupt? Aber ich kann euch zumindest schon mal sagen, es ist nicht viel passiert in den Minuten, die ich gespielt hatte, von daher. Also, dass ich ein paar Gegner gekillt habe und rumgesucht habe. Aber mehr ist nicht passiert. So, jetzt sind wir hier wieder. Okay, verstehe. Und jetzt möchte ich einfach mal schauen, dass ich hier weiterkomme. Und hier einfach ein bisschen was schaffe. Was halt ärgerlich war, weil ich habe auch das Estus-Flakon erhalten gehabt. Ist natürlich jetzt auch weg. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, wo es weitergeht. Ist das meine Schritte? Nein. Sind es nicht. Okay. Aber das war das auch schon mal. So, jetzt. Ich habe halt rumgesucht und rumgesucht, aber so genau habe ich nichts gefunden. Deswegen werde ich mich jetzt einfach mal da umschauen, wo wir letztens schon rumgesucht haben. Die Viecher da unten. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Spekulieren. Damit ich mich da... die hatte ich auch gekillt. Okay, damit ich mich da in Ruhe umschauen kann. Sollten wir jetzt einfach mal versuchen, die jetzt zu killen? Weil jetzt hätten wir hier so viel Platz. Na super, so jedenfalls nicht. Dafür muss ich erstmal einen anvisieren, genau, damit ich auch rückwärts gehen kann. Vielleicht sollten wir die jetzt mal versuchen zu killen. Vielleicht wäre das jetzt ganz gut möglich. Und hier zum Beispiel... Genau, jetzt können wir denen nämlich ganz gut Schaden machen. Weil jetzt können wir die ja so richtig schön seitlich angreifen. Dann können wir uns hier nämlich in Ruhe auch umschauen. In der Theorie. In der Praxis. Wow, haben wir jetzt gerade. Wow, wir haben jetzt gerade einigen einen Schlag mitgegeben. Ich muss ja aufpassen, weil jetzt stehe ich hier mittendrin. Und hier außen sind ja auch welche. Wow. Ausdauer vielleicht ab und zu mal regenerieren. Genau. Wow, okay, nein. Sollten es natürlich nicht riskieren hier. Trau mich? Ich hätte mich nicht trauen sollen, aber egal. Wir schaffen das jetzt. Ich räume jetzt erstmal hier ein bisschen auf. Hoffe ich. Kurz mich hier runternehmen. Die Blöcke hier sind nicht schlecht. Ich glaube, das ist ganz gut, mich hier so ein bisschen zu schützen. Na, komme ich denn jetzt nochmal an einen seitlich ran, bitte? Ja, den zum Beispiel. So, der ist weg. Gut. Puh. Den vielleicht gleich mal analysieren. Ah, mein Katana, ich liebe es. So, oh, wie schön das gerade... Wie viel bekommen wir eigentlich von denen? 1000? Ne, 500. Okay. Den. Ja, vielleicht mal wieder ein bisschen Ausdauer hochnehmen da hier. Ich werde das Schild mal kurz hochnehmen. Das ist gerade so easy eigentlich. Wenn man hier draußen ist, sind die Dinger gar nicht schwer. Das genieße ich gerade, muss ich gestehen. Ein Backstep bei den Viechern sähe sicherlich auch ganz witzig aus. Oh, der hat was fallen lassen. Schauen wir uns auch gleich an. Waren das alle? Ich glaube, ja. Ein Speer. Okay. Ja, ich glaube, das waren alle. Oh, bin ich froh. Können wir uns hier jetzt mal in Ruhe umschauen. Weil hier... Ja, hier ist was Neues. Hier war ich noch nicht. Oh, aber da sehe ich schon wieder ein paar so... Ja, ich wusste es, dass ich wieder zu langsam bin. So, vielleicht mal wieder trinken. Ich habe eigentlich danach gesucht, wo der Boss ist. Und ich dachte eigentlich, ich hätte den Boss gesehen noch letztens. Aber ich habe dann nochmal so nachspekuliert, dass das, was ich gesehen hatte, ja doch nicht der Boss war, sondern es war... Die können einen so gefährlich werden, das ist das Schlimme. Man unterschätzt die, aber die sind so scheiß schwer. So scheiß schnell. Und das unterschätzt man so oft. Und ich habe es jetzt auch mal wieder unterschätzt.
Und dann bist du wieder tot. Das ist nicht toll. Das ist nicht lustig. Ich finde das doof. So, was liegt hier Schönes? Eine Seele. Eine Seele. Hier oben liegt auch noch was. Ich glaube, ich komme da von der Seite nicht ran, oder? Habe ich die jetzt alle hier? Zück mal lieber wieder das das Schild, weil wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Oh, Seele stolzer Krieger. Das sind die, die ja ein paar mehr Seelen geben, wenn man die anschaut, ne? Kommt man hier hoch? Nö. Gut. Ah. Was brennt hier eigentlich? Irgendwas hat man doch hier auf der Seite brennen gehört. Waren das die Fackeln? Nein, ich glaube nicht. Oh! Geht's auch noch runter. Was, die Fackeln hier? Was ist das hier? Oh, eine Tür. Da guck an. Verschlossen. Super. Das freut mich jetzt aber. So, jetzt ist die Frage, war ich in der letzten Folge da noch? Oder ist es in der abgestürzten Folge? Da bin ich nämlich da hochgegangen. Oh. Was höre ich denn jetzt schon wieder hier? Und da kommt man hier runter und man kommt auch draußen vom Brunnen aus hier runter. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr. Hatte ich das noch in der Folge gemacht? Oder hatte ich das in der abgestürzten Aufnahme gemacht? Ja, da ist auch schon. So. Das sind nämlich so nette Kameraden hier. Unten! Wow. Das sind gleich zwei. Nee, das ist nur einer. Was? Nee, ich habe die nur herumgeschleudert. Okay. Oh. Es sind noch mehr hier unten. Noch zwei, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Werden wir ja gleich sehen. Die gleich auf mich zugerollt kommen, der Freund. Da ist er. Wow! Wieder zwei auf einmal. Komm schon. Wow, 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 wow. Nein! Wahnsinnig. Oh. Okay, andere Taktik. Wir müssen vorsichtiger sein. So funktioniert es jedenfalls nicht. Och, Leute. Ah, die schönen Seelen. Ach, der hier. Hätte ich ihn beinahe vergessen, den Kameraden hier. Beinahe hätte ich ihn vergessen, aber nur beinahe. So. Ah, ich bin an denen, wie gesagt, ich weiß nicht, was letzte Folge ist, in der abgestürzten schon ein paar Mal gestorben. Umdrehen ist halt auch nicht gut. Runterfallen ist auch nicht gut, mal so nebenbei bemerkt. Der war hier drüben. So, down. Wo kommt der nächste? Ich versuche die lieber vorsichtig zu polen. Wow, der hat mich erwischt. Ja, ich wusste es, dass das jetzt passiert. Ich wusste es! Okay. Aber immerhin konnte ich den Loot vorher noch saven. Jetzt liegt er da im Eck, da komme ich schneller ran. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, wenn die Viecher umdrehen. Ich drehe mich halt dann auch immer um. So wie der hier jetzt. Wird sich das gleiche gedacht haben. Ich drehe mich immer um. Das ist nicht gut. Wenn ich mich umdrehe, erwischte mich. Warum mache ich das? Genau, da wird das gleiche habe ich mir auch gedacht. Aha. Vielleicht sollte ich mir jetzt einfach eine Rüstung anziehen, die mehr Verteidigung hat. Weil jetzt im Moment gerade sind hier keine solche Giftviecher. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Na, schauen wir mal. Wenn ich nochmal scheitere, mache ich es. Wo ist mein Loot jetzt hin? Es liegt schon wieder da drüben. Komm her. Okay. Kommt der nächste? Hallo? Visieren kann ich gar keinen. Hier habe ich den nächsten gesehen. Okay.
schnell umdrehen. Och, der lebt ja noch. Das ist uncool. Der noch lebt. Das ist uncool. Ja, ja, mach das ruhig. Ist jetzt tot? Ja. Wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. Komm her. Ja, ja, lass mich schon gesehen. Ich dich auch. Der knallt der Knall halt durch meine Ding durch. Okay, ich hab ihn. Gut. Oh Gott, Leute, mein Herz. Wo ist der Nächste? Muss noch einer sein. Einer ist noch da. Minimum einer. Aber einer ist auf alle Fälle noch da. Da hinten ist er. Ne? Da ist noch einer. Komm, visieren an. Nein! Wow. Das ist gerade sehr, sehr uncool. Sehr, sehr uncool finde ich das gerade. Gut. Hör auf! Wenn er mein Schild wegschlägt. Mir gerade scheißegal. Waffe in Gefahr. Mir egal. Muss ich schnell mit einer anderen Waffe kämpfen, wenn die in Gefahr ist. Da ist er. Ah, der mich erwischt hier. So. Okay. Habe ich sie jetzt alle? Oder gibt es jetzt noch einen? Kämpfe ich halt mit der Sense. Es hilft ja nicht. Ein Uchi-Katana, bevor es mir kaputt geht, ist mir zu wertvoll. Ah, da ist noch einer. Und ich muss sich dem ja nur ausweichen. Und dann warten, dass es sich austobt. Okay, wir waren ja auch nur zwei Schläge. Ist jetzt noch einer da? Oh, was ist das denn hier? Ist das vielleicht für das Tor oben? Okay. Das hat sich umgedreht. Ja, das ist für dieses Tor. Cool. Oh, oh. Das sieht nach Nebel aus. Oh, okay. Ich habe den Boss gesucht. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Seele Ritter. Okay. So, hast du noch irgendwas? Wenn eine Seele liegen würde, die würde man ja sehen. Das ist ja das Schöne. Aber ich bin letztens von der anderen Seite hier reingekommen gewesen. Ich weiß, es war ein versteckter Durchgang. Dann muss es in der vergangenen, dann muss es in der abgestürzten Aufnahme sein. Und ich sehe hier keinen Durchgang gerade. Ja, aber dann bevor ich hier lang rumsuche, gehe ich halt lieber dorthin, wo ich weiß, wie ich zu diesem Durchgang kam. So, muss ich hier hoch? Okay. Dann kann ich mich auch nochmal ans Leuchtfeuer setzen. Aber vorher will ich lieber nochmal den Weg hier gehen. Und zwar müssen wir zu dem Brunnen, weil von dem Brunnen aus... Moment. Ha! Ach, hallo. Oh. Da oben schießt er runter, okay. Hi. Oh Gott, okay. Okay. Na komm. Wow. Nein, 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 ich will hier hinter. Genau. Kann ich nämlich der Pfeiltyp nicht treffen. So, hier ist nichts mehr. Gut. So. Seele, okay. Komme ich denn da hoch? Ach, das ist einer von denen am Anfang, ne? Hier runter. Die sind wieder da? Na, wenn die wieder da sind, dann kann ich auch gleich ans Leuchten. Ach nee, Schmarrn, ich bin ja gestorben gewesen. Deswegen, sind die wieder da. Hi. So, ich hätte gern mein Katana wieder. Wenn es recht wäre. So. So, okay. Aufsteigen. Kennen wir ja, Kondition ist jetzt ein Punkt, den ich jetzt momentan einfach mehr skillen möchte. Ausrüstung reparieren. Uchi-Katana, Sense, Bogen, Schild, Robe und den ganzen Käse.
es wäre eine Überlegung wert, mir jetzt, solange ich da rumfetze, vielleicht eventuell die andere Rüstung wieder anzuziehen. Weiß auch nicht. Irgendwie denke ich mir so, ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Nebel an. Komm, dann machen wir jetzt diese Folge hier. Ich wusste es, dass das passiert. Ich wusste es so sehr. Wir können eigentlich schon fast nochmal aufsteigen. Fast. Bitte, 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 bitte nicht ins Kreuz. Bitte nicht ins Kreuz. Bitte nicht ins Kreuz. Ich habe Angst. Okay, nicht ins Kreuz. Gut. Sondern schauen wir uns den Nebel hier an. Ja, es ist mir ja verraten worden, dass es hier einen Boss gibt, den ich vielleicht nicht unbedingt angreifen sollte, weil er mich vermutlich gar nicht angreifen wird. Das ist natürlich die Frage. Ich gehe mal davon aus, ich hätte ihn angegriffen, ja. Es wird natürlich auch ein paar geben, die es nicht so toll finden, dass ich das jetzt schon weiß. Aber... Oh. Jetzt drehe ich wieder um. Eben, weil da ist der mit Pfeil. Ist nicht so toll. Ja, hallo. Ich wusste es. Och, schade. Alle auf einmal wäre ganz witzig gewesen. Oh. Hallo? What the fuck? Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ganz schön stark, der Kerl. Ich muss sagen, ich finde es gerade ziemlich witzig. So, lass mich mal nochmal gucken. Genau, da geht jetzt nämlich alles nach oben. Ich will jetzt nämlich hier gerne wieder meine normale Rüstung anziehen. Und wenn ich mir das halt so anschaue, ne, dann glaube ich, ist das gar keine schlechte Idee. Natürlich, ich könnte die anderen Rüstungen auch nochmal anschauen. Aber, nee. Ja, aber die ist dann ziemlich schwer. Und dann bin ich nur wieder so lahmarschig. Hab das doch ganz gern, wenn ich nicht so schwer bin. So. Schauen wir mal. Schauen wir uns den Typi nochmal an hier. Ob wir den schaffen? Ein bisschen mehr Sinn und Verstand mit Sicherheit. Ich meine, sonderlich schlau bin ich jetzt nicht vorgegangen. Will ich gar nicht abstreiten. Okay. Auf alle Fälle habe ich ihn schon mal gesehen. Wusste ich, war, dass er mich relativ spät gesehen hat. Er hat sich recht spät umgedreht. Vielleicht habe ich da eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Jetzt gehe ich mal langsam. Damit ich das sofort mitbekomme. Da plötzlich ein anderer auf mich zukommt. Natürlich auch manchmal voll sinnvoll, wenn man so ein bisschen den Viechern auch ein bisschen ausweichen würde. Glaube ich. Also den Pfeilen. Nee, der sieht mich jetzt. Diesmal sieht er mich sofort. Okay. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein! Oh Gott. Und da ist er auch schon da. Hm. Mhm. Ich will das jetzt noch einmal in dieser Folge versuchen. Kann es ja nicht sein. War das jetzt ein Fehler, dass ich diese Rüstung angezogen habe? Ich glaube nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Wer weiß, vielleicht war es ein Fehler. Kann es nie so genau wissen. Auf alle Fälle ist diese eine Menschlichkeit, die ich da in meinem Slot hatte, jetzt weg. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Passiert. Die muss man auch mal leben können. Kurz eben ausgewichen. Nicht, dass die gleich so einen blöden Speer nach mir schmeißen. Das Loot ist mir jetzt auch wurscht. Ist ja eh fast gleich null. So. Also nochmal. Diesmal weiche ich mir vielleicht auch mal den Pfeilen aus. Ich weiß, es ist nur ziemlich... Ja. Verstaubbeutel schon wieder. So. Diesmal nicht, Jungs. Diesmal nicht. Diesmal nicht, habe ich gesagt. Gibt's doch nicht.
So. Kann nicht sein, dass ich mich hier da so ärgern lasse von den Viechern. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Kann es ja nicht sein, dass ich an dich nicht vorbeikomme. Oh, Leute. Oh, ich werde wahnsinnig. Okay. Ja. Da muss ich echt noch ein bisschen vorsichtiger sein, ne, damit ich da eine Chance habe. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube, ich verabschiede mich dann auch für heute. Mal gucken, ob ich noch eine Folge aufnehme. Ich glaube aber eher nicht. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dahin. Ciao.